Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 15. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Wie ihr seht, ich bin wieder da. Also ja, mein Spiel funktioniert wieder. Ich habe einfach alle Mods aktualisiert und es gab ja auch ein Update vom Spiel. Also jetzt sollte wirklich alles wieder wie gewohnt funktionieren. Der letzte Part war wegen der ganzen Probleme ja ein wenig holprig, aber auf jeden Fall waren wir ja mit Violet in der Schule und wir haben auch jede Menge coole Charaktere kennengelernt. Die habe ich mittlerweile übrigens alle umgestylt, also die werde ich euch dann im Laufe von diesem Part auch noch zeigen. Und in diesem Part werden wir mit den Zwillingen Geburtstag feiern. Aber bevor wir reinstarten, es gibt Neuigkeiten zu meinem 10-Stunden-Stream. Für alle, die es verpasst haben, wir sind hier auf YouTube jetzt schon bei 1000 Abonnenten und das möchte ich mit euch in einem 10-Stunden-Stream auf Twitch feiern. Dort wird es jede Menge unterschiedliche Spiele geben und unter anderem wird es auch ein paar Gewinnspiele geben. Stattfinden wird das Ganze auf Twitch und zwar im September. Ich weiß noch nicht wann genau, aber auf jeden Fall an einem Sonntag. Also haltet euch am besten gleich mal alle Sonntage frei. Wann genau es stattfinden wird, gebe ich natürlich früh genug Bescheid. Aber damit ihr nichts verpasst, abonniere mich am besten schon mal hier auf YouTube, auf Twitch und schau auch gleich auf meinem Discord-Server vorbei. Aber gut, dann starten wir jetzt gleich in das Spiel hinein. Und mit dieser Nachricht starten wir definitiv früher als gedacht in den Part hinein. Eigentlich wollte ich die Nacht durchspielen und Emma sollte eben noch Dinge einmachen, damit wir morgen in der Früh zum Markt gehen können und dann eben den Geburtstag der Zwillinge feiern. Aber auf einmal ruft uns Gabriel an. Und zwar hat er uns Folgendes zu sagen. Hallo Emma, ich glaube, ich habe mich in Rita Combs verknallt. Meinst du, ich sollte einen Versuch starten? Und wir können darauf jetzt sagen, ja, Romantik liegt in der Luft. Mach, was dein Herz dir sagt oder ich glaube nicht, dass sie gut zu dir passt. Ich finde die Nachricht sehr, sehr spannend, weil die beiden ja mittlerweile nur mehr miteinander befreundet sind. Und es zeigt eben, dass er sich mittlerweile so wohl in der Freundschaft fühlt, dass er auch über diese Dinge mit ihr sprechen kann. Und deshalb, glaube ich, sagen wir, ja, Romantik liegt in der Luft. Ich habe zwar keine Ahnung, wer Rita ist, aber ich hoffe, sie ist nett. Aber gut, dann werde ich die Nacht jetzt wie geplant durchspielen und wir sehen uns am nächsten Tag in der Früh wieder. Außer natürlich, es passiert irgendetwas Spannendes in der Zwischenzeit. Und nun haben wir Samstag um 7:30. Wir haben auch gerade die Benachrichtigung bekommen, dass Clay Geburtstag hat und auch Rose Geburtstag hat. Und ich hätte gesagt, Emma steht jetzt auch gleich mal auf und wir machen uns auf den Weg zum Markt. Sie war die ganze Nacht über nämlich sehr, sehr fleißig. Also wir haben 11-mal Blaubeermarmelade, 24-mal Schokoladensirup, dann haben wir noch Petersilie und Tomaten und Blaubeeren und Paprika und Pilze. Ich glaube aber tatsächlich, das alles werde ich in den Kühlschrank geben, denn wir brauchen immerhin jede Menge Sachen zum Kochen und zum Einmachen. Und ich schaue dann auch gleich, ob wir Zutaten für einen Kuchen haben. Okay, er ist unterbacken. Okay, wir brauchen Eier und Mehl und dann können wir auch noch gleich etwas Zucker kaufen. Alles klar, Emma, dann stehst du jetzt gleich mal auf. Sie ist angespannt. Okay, das ist uns egal. Wir gehen jetzt zum Markt und natürlich kümmern sich die Drillinge um die Kleinen, also eigentlich nur Ivy vermutlich. Und wir reisen jetzt gleich zum Hanford Restaurant. Und hier sind wir. Oh, ihr neues Outfit ist so süß. Also es hat mich voll gefreut, dass sie euch auch gefallen hat. Vor allem die Frisur, weil die ist schon etwas spezieller. Aber ich finde sie sehr, sehr süß und ich finde es passt einfach perfekt dazu, dass sie jetzt eben auch schon 5 Kinder hat. War es echt nötig, dass sie jetzt einen erwachseneren Stil hat. Und okay, jetzt haben wir hier Selina Schneider. Ich habe keine Ahnung, normalerweise sollte hier doch Kim sein. Letztes Mal war ja irgendeine Maya, wenn ich mich richtig erinnere, und jetzt ist hier eine Selina. Also wenn irgendwer von euch weiß, warum Kim nicht mehr hier ist, dann sagt mir das bitte. Ich hätte nämlich Kim gerne zurück. Aber wir werden jetzt einmal mit ihr handeln und dann unsere Objekte verkaufen. Ich habe zwar letztens schon nachgesehen, aber ich schaue trotzdem nochmal. Nein, Kim lebt noch. Und sie hat den Highschool-Abschluss. Vielleicht arbeitet sie an der Highschool? Keine Ahnung, aber da werden wir früher oder später ja ohnehin vorbeischauen. Und bekommen wir Rabatt? Ja, wir bekommen Rabatt. Sehr gut. Dann verkaufen wir jetzt 11-mal die Blaubeermarmelade. Und dann noch 31-mal Schokoladensirup. Und wir bekommen einfach 1096.
sehr gut. Wir haben jetzt, glaube ich, zum ersten Mal tatsächlich über 2000 Simoleons in diesem Haushalt. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Also ich finde es super, wie Emma sich gemacht hat. Wir brauchen jetzt nur noch dringend auch ein paar Tiere. Also das mit den Hühnern hat ja nicht so gut geklappt. Aber ich glaube, in diesem oder im nächsten Part holen wir uns dann wieder ein paar Hühner. Und ich weiß zwar noch nicht, wie ich das machen werde, aber ich muss irgendwie besser auf die Füchse Acht geben. Haben wir hier irgendjemanden Interessanten, mit dem ich gerne sprechen würde? Nein, eigentlich nicht. Warum ist er ein Kind allein? Und es hat keinen Namen. Ach so, Annika. Okay. Gut, hier ist jetzt niemand, mit dem ich mich gerne unterhalten würde. Gibt es hier vielleicht etwas zu ernten? Okay, hier gibt es nichts mehr Spannendes. Dann kaufen wir einfach noch schnell die Zutaten für den Geburtstagskuchen und dann können wir eigentlich schon wieder nach Hause gehen. Und zwar, ich kaufe einfach mal 5 Eier, dann noch 5 mal Mehl und dann kaufe ich auch einfach nochmal 5 mal Zucker, 150 Simoleons. Jetzt haben wir leider wieder unter 2000, aber das ist uns egal. Da kommen wir auf jeden Fall wieder hin. Und dann geht es wieder ab nach Hause. Und hier sind wir. Ich schaue mal gleich, ob ich eine Geburtstagsfeier offiziell veranstalten kann. Letztens hat das ja nicht so gut geklappt, wenn ich mich richtig erinnere. Ereignis hinzufügen, Geburtstagsparty. Okay, es kann leider keine offizielle Geburtstagsparty sein. Dann machen wir einfach eine Hausparty. Ist ja irgendwie eine Hausparty. Wir machen eine Hausparty. Und Gastgeberin ist natürlich Emma. Wen laden wir ein? Unsere Kinder sind ja sowieso da. Dann laden wir Raoul ein. Nicht, weil ich ihn mag, sondern einfach, weil er der Vater der Kinder ist. Und irgendwie sollte er schon da sein. Dann laden wir ein Haru und Scarlett und den kleinen Leo. Oh, Scarlett ist jetzt auch schon zur Seniorin geworden. Wow, die Zeit vergeht so schnell. Aber sie sehen beide einfach so hübsch aus. Also auch als Senioren. Vielleicht muss ich ihnen irgendwann einen anderen Skin geben. Also, dass sie zumindest ein paar Falten haben. Ja, und Leo natürlich, den laden wir auch ein. Dem habe ich übrigens auch ein Umstyling bekommen, aber das seht ihr dann eh gleich. Dann werden wir noch Lavina einladen und Ted, weil das sind ja die Enkelkinder. Und außerdem möchte ich noch Lenny einladen. Sind ja seine, also er ist ja der Onkel der Kinder. Und Gabriel, ja warum nicht? Gabriel können wir auch einladen. Gehört ja auch irgendwie zur Familie. Entertainer, Mixer, Caterer brauchen wir auch nicht. Und jetzt funktioniert es wieder sehr gut. Wir feiern in der Potter-Residenz und ich glaube, wir starten um 13 Uhr. Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Bis dorthin haben wir noch genügend Zeit, dass wir was zu essen vorbereiten. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Dann sind wir hier jetzt fertig. Und dann wird Emma gleich mal etwas backen. Ich weiß, eigentlich brauchen wir für Babys keine Torte, aber ich finde, das gehört zu einem Geburtstag dazu. Deshalb werden wir eine Schokotorte machen. Und dann werden wir auch noch etwas für alle kochen. Was werden wir machen? Tatar Mana Cash? Was ist denn das? Dieses bekannte arabische Fladenbrot kann als Snack oder Vorspeise genossen werden. Das Fladenbrot wird mit Olivenöl bestrichen und mit Tatar, einer Gewürzmischung aus verschiedenen Kräutern und Sesam, bestreut. Es kann auch weißer Käse enthalten sein. Das klingt voll gut. Ich glaube, wir machen das auch noch dazu. Ich hoffe, das ist eine große Portion. Okay, was machen die Kids? Babys, euch geht's gut. Sehr gut. Daisy, was machst du? Du möchtest spielen. Ivy, du machst Sit-Ups? Ivy? Okay. Ivy macht Sit-Ups neben ihrem Bett, aber du könntest dich um den Garten kümmern, wenn das funktioniert. Ja, jäten und bewässern. Und Violet, wenn du nichts zu tun hast, dann könntest du eigentlich wieder etwas kreativ sein. Also sie hat hier schon einige Dinge gemalt. Die hänge ich jetzt hier so an die Wand. Und dann könnte sie eigentlich auch noch ein wenig Geige üben. Gut, müssen wir sonst noch etwas vorbereiten? Nein, ich glaube, sonst passt alles. Und die Gäste werden ohnehin schon sehr, sehr bald eintreffen. Und dann müssen wir hier auch das Kinderzimmer einrichten. Und eigentlich könnten wir dann auch gleich schauen, ob es sich finanziell ausgeht, dass wir hier Wände ziehen. Weil ich finde, langsam sollten die Mädels hier oben schon Wände haben in ihren Zimmern. Und wir haben ja momentan zumindest etwas Geld und vielleicht bekommen wir ja ein paar Geschenke. Dann geht sich das schon aus. Gut, die Torte ist fertig. Ich hoffe, die greift in der Zwischenzeit niemand an. Wir müssen auf jeden Fall noch warten, bis die Gäste da sind.
Das sieht echt voll lecker aus. Ich hätte das voll gern. Vielleicht muss ich mir das Rezept checken. Violet hat einfach schon Level 7 der Kreativitätsfähigkeit erreicht. Wow! Ich hatte das irgendwie gar nicht am Schirm. Und bald sollten die Gäste auch schon kommen. Eigentlich könnten wir auch die Leute einladen, die Violet in der Schule kennengelernt hat. Also Amy können wir einladen, Christian. Dann haben wir noch. Ja, dann gibt es eh nur noch Nawai. Und das wird ja die Freundin von Daisy. Das heißt, die werden wir jetzt auch mal einladen, damit Daisy sie dann besser kennenlernen kann. Und dann kann die Party eigentlich schon beginnen. Emma, wieso? Wieso kannst du den Kuchen nicht einfach stehen lassen und warten, bis alle kommen? Hausparty fängt bald an. Bist du bereit anzufangen? Derzeit laufende Ereignisse werden beendet. Alles klar, los geht's. Oh, da haben wir jetzt Aufgaben. Flirten? Okay. Oh, und alle ziehen sich jetzt schön an. Und die Babys schreien schon wieder. Wer macht das? Daisy, mach du das schnell. Kannst du hier einmal die Windeln wechseln und dann red mit ihm und dann wechsel auch seine Windeln. Weil normalerweise sind die Windeln der Babys immer gleichzeitig voll. Das habe ich mir gemerkt. Gut, Violet, dann kannst du eigentlich mal runtergehen und deine Freunde begrüßen. Dann werden wir einmal bei Christian eine Comicfigur zitieren und werden uns über Erwachsene lustig machen. Leo Potter, okay, und dann bei Amy werden wir sie einmal versuchen zu beruhigen. Anscheinend ist sie aufgebracht. Ivy, du kommst jetzt auch zur Party. Leo geht zu Ivy. Ach nein, doch nicht. Aber Ivy, du kannst dich eigentlich mal bei deinem Cousin vorstellen. Nein, er ist nicht dein Cousin. Bei deinem Onkel. Er ist ihr Onkel. Übrigens war Scarlett tatsächlich wieder schwanger. Und zwar haben die beiden jetzt nämlich noch ein Kind bekommen. Und zwar die kleine Brigitte. Ja, sie heißt tatsächlich Brigitte. Also mit diesem Namen passt sie eigentlich gar nicht so wirklich in das Let's Play. Also es ist einfach ein viel zu deutscher Name. Es passt irgendwie nicht so zu den anderen. Also falls jemandem von euch ein anderer Name einfallen würde, schreibt ihn mir sehr gerne in die Kommentare. Dann können wir sie nämlich umbenennen, sobald sie zum Kleinkind wird. Gut, sind die anderen denn auch schon da? Also unsere Gäste kommen irgendwie nicht. Oh, da sind unsere Gäste. Schnell. Also, da ist Raoul. Wir werden einmal fürs Kommen danken, auch wenn wir ihn nicht mögen. Dann werden wir Haru eine unglaubliche Geschichte erzählen und dann werden wir auch noch unserer Mutter fürs Kommen danken. Wieso geht es den Babys so schlecht? Oh, Ted ist da und er kümmert sich auch um die Babys. Wie süß ist das? Kinder, nein, ihr könnt da jetzt nicht spielen. Du musst dich um deine Geschwister kümmern. Okay, ich meine, so gut kümmert er sich jetzt nicht um die Babys, aber ist schon okay. Gut, und wo haben wir Lenny? Habe ich Lenny nicht auch eingeladen? Oh, ist das Lenny? Lenny! Gut, dann werden wir ihm auch fürs Kommen danken. Was ist da gerade gestanden mit Techtelmechtel? Bitten, eine Techtelmechtel-Partnerschaft einzugehen? Hä? Kommt das von einem neuen Update oder von einem Mod von mir? Ja, das werden wir, denke ich, nicht machen. Aber wir können ja ihm einmal eine fesselnde Geschichte erzählen. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir hier die Sachen erfüllen, wobei wir könnten uns eine Stereoanlage kaufen. Warum eigentlich nicht? In diesem Haus gibt es viel zu wenig Spaß. Wo finde ich das denn? Elektronik? Hier. Vielleicht einfach irgendeiner, die wir hier in die Wand hängen können. Ich glaube, das wäre ganz cool. Ja, so in die Küche. Das sieht doch ganz nett aus. Und dann können wir sie auch gleich mal einschalten. Was machen wir für Musik? Berieselung. Ich glaube, Berieselung passt sehr gut zu dieser Party. Und Violet, denn du kannst jetzt nicht in der Badewanne spielen. Du gehst jetzt mit deinen Freunden tanzen. Wir werden jetzt gleich mal eine Gruppe bilden. Das Kind schreit schon wieder. Und dann kannst du hier zusammen mit klassischer Musik entspannen. Ach so, nein, klassische Musik möchte ich nicht. Dann hören wir Sommerhits. Sommerhits, das passt, glaube ich, immer. Und das Baby schreit schon wieder. Ivy, kümmere dich mal um das Baby. Also, ich nenne sie nie beim Namen. Kümmere dich mal um Rose. Und hier haben wir natürlich den kleinen Clay, der aber bald Jared Clay heißen wird, weil ihr wart damit einverstanden und deshalb werden wir ihn umbenennen. Oh, Ivy ist traurig, weil ein egoistischer Sim in der Nähe ist. Wer bist du?
Ach, Lavina. Stimmt, Lavina ist auch da. Okay. Was macht ihr alle? Emma unterhält sich noch gut mit unserem Lenny und auch mit ihrem kleinen Bruder. Und Daisy ist ein Engel und wäscht das Geschirr ab. Oh, wir haben so süße Kinder. Ich weiß gar nicht, womit wir das verdient haben. Aber gut, Emma, dann kannst du ja noch ein wenig mit ihnen reden. Du kannst ihm mal fürs Kommen danken. Dann werden wir auch Leo fürs Kommen danken und werden ihn den Tag verschönern. Eigentlich müssten wir auch flirten. Ich weiß nicht, ob ich will, dass sie mit Lenny flirtet. Und ansonsten ist wirklich niemand hier, mit dem sie flirten sollte. Oh, Gabriel ist ja auch da. Den habe ich wirklich total vergessen. Violet, sprich mit deinem Vater. Wir werden uns nicht bei ihm entschuldigen, weil das war ja das mit dem ungewollten Kind, was ich noch immer unheimlich schrecklich finde. Aber gut, wir werden ihm eine Fantasiegeschichte erzählen. Ach so, wir müssen nicht tanzen, wir müssen zuhören. Und dann werden wir zuhören, zusammen klassische Musik zuhören. Gut, dann kann Emma sich auch mal mit Lavina unterhalten. Wir werden einen verrückten Plan vorschlagen und auch ihr fürs Kommen danken. Können wir ihr irgendwo erzählen, dass sie jetzt Enkelkinder hat oder weiß sie das schon? Ich glaube, sie weiß es schon. Ich will schwitzen. Was für ein Rausch. Daisy möchte Fitness mögen. Okay, ja, wenn du willst. Oh, und eine Stunde sollen wir ein Musikinstrument spielen. Das finde ich tatsächlich cool. Wir werden die Geige jetzt einfach mal nach unten geben. Und dann kann Violet ja allen etwas vorspielen. Aber zuerst werden wir der klassischen Musik zuhören. Hört zusammen zu. Okay, irgendwie funktioniert das nicht. Dann wird Violet jetzt einfach den anderen etwas vorspielen auf der Geige. Sie hat Level 7 in Kreativität und so spielt sie Geige. Also irgendwie verstehe ich es. Geige ist wirklich, wirklich schwer. Ich wollte mal ganz kurz Geige lernen. Ich habe es sehr schnell wieder aufgegeben. Gut, das mit dem Zuhören hat noch immer nicht geklappt. Gemeinsam der klassischen Musik zuhören. Weil Gabriel die Kinder immer ablenkt. Okay. Ja, es funktioniert nicht. Aber gut, es ist ganz schön chaotisch mit diesen vielen Menschen hier. Ich werde jetzt die Wiegen hier nach draußen stellen. Und dann werden die Kleinen jetzt gleich mal Geburtstag haben. Emma, hilf deinen Kids. Wenn ich mich richtig erinnere, war Clay der Ältere. Das heißt, wir werden jetzt einmal ihm dabei helfen, älter zu werden. Und dann auch noch unserer kleinen Rose. Und der kleine Clay hat Geburtstag und wird auch nicht mal lange nur mehr Clay heißen. Und wie bei der 100 Baby Challenge üblich, werden wir die Merkmale jetzt zufällig wählen. Und er ist ein Charmeur und engelsgleich. Oh, Clay wird so süß. Ich sehe es schon kommen. Er wird der süßeste Junge der Welt. Und er sieht wirklich aus wie Raoul. Irgendwer hat in die Kommentare geschrieben, er sieht ganz sicher aus wie Raoul. Und er sieht aus wie Raoul. Oh mein Gott, ist das ein süßes Kind. Und er ist traurig, weil irgendwer egoistisch ist. Ich glaube, es ist Amy. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist Amy. Also immer, wenn Amy da ist, fühlen sich alle total schlecht. Gut, und dann lassen wir Rose jetzt noch älter werden. Komm schon, Rose. Und nun ist auch Rose älter geworden. Und welche Merkmale bekommt sie? Sie ist heikel und anhänglich. Okay, dann ist das unsere Rose. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie sie aussieht. Die sehen sich wirklich total ähnlich. Ich meine, obviously, er hat eine viel dunklere Hautfarbe als sie. Aber ansonsten, vom Gesicht her sehen sie sich so unglaublich ähnlich. Gut, die Party ist gleich vorbei. Die Kids können jetzt noch ein wenig socializen mit den anderen. Okay, sie möchte ein Stück Kuchen essen und er möchte auch ein Stück Kuchen essen. Alles klar. Christian ist schon auf dem Weg nach Hause und die Party ist dann auch gleich vorbei. Eine Sache wollte ich mir noch anschauen und zwar, wann die Drillinge jetzt eigentlich zu Teenagern werden. Mittwoch? War das nicht mal Montag? Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das Montag oder Dienstag war. Mittwoch finde ich schon ganz schön spät, vor allem, weil ich endlich das Highschool-Pack ausprobieren möchte. Aber gut, da müssen wir uns dann wohl noch ein wenig gedulden. Tolle Party, die Gäste deines Sims haben sich mit einer neuen Stereoanlage bedankt. Wie cool. Warum haben wir hier so viele Sachen? Oh, das sind die Toddler-CC-Betten, die aber nicht mehr funktionieren. Dann werde ich die gleich mal alle verkaufen. Wir haben jetzt ohnehin genug Geld, um neue zu kaufen. Dekorativer Sammelteller. Verkaufe ich auch mal. Keine Ahnung, wo ich den her habe. Stereoanlage. Wow, ist die teuer. Die verkaufe ich jetzt aber auch.
und auch alles andere hier drinnen. Bitte fragt mich nicht, wieso ich so viel Obst und Gemüse hier drin habe. Ich habe absolut keine Ahnung und es dauert jetzt sehr lange, das alles zu verkaufen. Wow, wir haben jetzt tatsächlich fast 5500 Simoleons. Ich glaube, im nächsten Part werden wir das Haus dann ein wenig umdekorieren. Aber in diesem werde ich jetzt noch schnell den zwei kleinen zuckersüßen Zwillingen ein Umstyling geben. Und deshalb sind wir jetzt auf dem Weg in den Creator Sim. Das erste, das wir jetzt machen, ist, dass wir unseren Clay in Jared Clay umbenennen. Jared, ich hoffe, ich merke mir das. Und dann starten wir jetzt gleich ins Umstyling rein. Ich bin wieder da. Hier haben wir jetzt unseren kleinen Jared. Seine Farbe ist ja orange und ich muss ganz ehrlich sagen, er ist das süßeste Wesen, das ich jemals gesehen habe. Also ich weiß nicht wieso, aber ich finde ihn so unglaublich süß. Ich meine hier mit diesem Fuchspullover oder hier, er ist einfach Zucker. Und hier ist zwar nichts Oranges dabei, aber eben was Braunes. Und ich habe ja damals erklärt, dass Clay eben Ton bedeutet, deswegen so braun-orange. Und jetzt heißt er ja Jared Clay, also das mit braun-orange finde ich sehr, sehr super, weil es steht ihm auch unfassbar gut. Also ich habe noch nicht viele Menschen oder eben auch Sims gesehen, denen Orange so gut steht wie ihm. Aber gut, dann schauen wir jetzt zu Rose. Sie liebe ich auch. Sie ist so unfassbar süß und ihre Farbe ist eben rot. Das vor allem liebe ich, das ist so niedlich. Und dann haben wir hier ihre Schlafkleidung. Da haben übrigens beide dasselbe an, also mit diesem Superman, Superwoman Cape. Das finde ich sehr, sehr cool. Dann hier noch die Partykleidung. Hier haben wir die Schwimmkleidung.
hier das heiße Wetter und hier das kalte Wetter-Outfit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die beiden findet. Vielleicht ist es dir aufgefallen, ich habe viel mehr Custom-Content für Kleinkinder in meinem Spiel. Das liegt daran, weil ich letzte Woche ein Video veröffentlicht habe, in dem ich jede Menge großartige Creator vorgestellt habe, die sich eben auf Kleinkinder spezialisieren. Falls dich das Video interessiert, ich blende dir das jetzt hier rechts oben ein. Aber ich nehme jetzt tatsächlich schon über eine Stunde auf, das heißt, ich werde den Part jetzt an dieser Stelle beenden. Und nun sind wir schon am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir wie immer sehr gerne eure Ideen und Storyvorschläge in die Kommentare. Aber ich freue mich ansonsten natürlich auch über jedes Abo und über jedes Like. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald! Thank you.